Jetzt zeige ich euch noch die Halswirbelsäulenübung Seitneige. Da hat man meistens halt eher im unteren Wirbelsäulenbereich Probleme. Dort hat man am meisten Neigung. So, man fängt an. Wichtig dabei ist halt, dass man den Kopf, die Nase nicht dreht, also dass da keine Drehung drin ist, sondern dass man eine saubere Ausgangsstellung findet, also ruhig so ein bisschen in die Retraktion gehen und dann in die Neigung, ohne dabei, dass der Kopf irgendwie verdreht ist. So, wer steiler möchte, der fasst halt hier an und macht. Das ist die Übung zur Seitneige. Auch hier gilt wieder, Schmerz darf nur zur Wirbelsäule hinwandern. Wenn er sich ausbreitet, ist, also wegwandert von der Wirbelsäule, dann ist die Übung nicht angemessen.